Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Ich befinde mich hier an der Aare, in der Nähe von Grenchen, genau gesagt in Arch, wo ich jetzt gestartet bin. Arch, das ist da hier drüben. Und das da, mein Standort, ist die Schiffsanlegestelle von Grenchen. Grenchen liegt zwischen Biel und Solothurn. Meine Wanderung führt mich jetzt der Aare entlang und mein Etappenziel ist die Stadt Solothurn. Ich wünsche viel Vergnügen beim Begleiten meiner Wanderung. Da befinde ich mich an der Aare mit der neuen Brücke. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht man noch einen Pfeiler von der alten Brücke. Und im Hintergrund ist der Jura. Hier stehe ich jetzt noch im Kanton Bern und auf der anderen Seite ist schon bereits der Kanton Solothurn. Da geht die Grenze in der Mitte von der Aare durch. Jetzt überquere ich die Aarebrücke. Da vorne am Jura sieht man die Stadt Grenchen. Jetzt mal einen Blick auf die Aare. Nicht viele Wasservögel. Und da noch in die andere Richtung. Aare abwärts. Da eine Aufnahme von der gegenüberliegenden Seite. Da vorne ein Blick Richtung Arch, wo ich jetzt gerade gestartet bin. Schon der erste Kahn, den ich heute antreffe. Ein Frachtschiff. Da drüben sieht man schon Arch. Blick nach Grenchen mit dem Flugplatz da vorne und ganz hinten der Jura. Übrigens, da habe ich auch noch eine Wanderung geplant, dort hoch, von Grenchen aus. Und da vorne ist die Autobahnbrücke über die Aare. Jetzt geht meine Wanderung hier diesem wunderbaren Weg entlang. Eine interessante Autobahnbrücke, die hier die Aare überquert. Der Jura, ist übrigens heute so schönes Wetter wieder. Wir haben jetzt schon eine längere Phase mit sehr schönem Wetter. Schon fast unheimlich. Und natürlich auch für die Natur viel zu trocken. Und heute soll es schon wieder 18 Grad warm werden. Da bin ich jetzt gerade runtergekommen durch diesen Weg. In dieser Umgebung macht die Aare sehr viele Bögen. Aber schön hier diese Natur und die Vögel, die man hört.
Da vorne ist noch ein Bauer am die Erde bearbeiten. Blick auf die Grenzebene. Und da sieht man nochmal die Autobahnbrücke. Ein stiller Bach. Blick nach Grenchen. Jura. Und da fließt der Richtung Aare. Da hier ist die Aare doch schon ziemlich breit. Da wieder einen Bogen. Und ich mache noch den größeren Bogen. Ich gehe jetzt da vorne durch und komme dann wieder auf der anderen Seite, dort wo die Radfahrer jetzt durchfahren, wieder vorbei. Aber ich muss da vorne doch einen ziemlich großen Bogen machen. Da geradeaus sieht man die Pistenbefeuerung vom Flugplatz von Grenchen. Da ist jetzt ein kleiner Bach, den ich umwandere. Blick auf die Grenzebene. Langgezogene Ebene da Richtung Solothurn, hier dieser Blick. Und da unten wieder die Aare. Ein langer Güterzug. Mal einen Blick auf die andere Seite. Da jetzt noch einen großen Bogen. Die weite Ebene. Jetzt kommt ein kleines Boot daher. Die Aare ist sehr schiffbar. Es fahren auch Kursschiffe von Biel nach Solothurn. Da hier unten macht jetzt die Aare schon wieder so einen riesigen Bogen. Übrigens, da bin ich nicht mehr auf dem offiziellen Wanderweg. Ich habe sonst einen weggenommen, dass ich möglichst viel der Aare entlang wandern kann. Es ist schön, hier entlang zu wandern. Ganz tolle Umgebung und nicht ein schwieriger Weg. Es ist heute alles flach. Der einzige Aufstieg, den ich hatte, war die Überquerung der Aare, wo ich auf die Brücke hochsteigen musste. Oh, das ist einfach schön.
der erste Blick auf Altreu. Ein sehr bekanntes Dorf, ein sogenanntes Storchendorf. Hier leben sehr viele Störche. Es wird sogar das europäische Storchendorf genannt. Bin gespannt, ob sie schon da sind. Viele fliegen ja auch nicht mehr Richtung Süden. Da sind schon die ersten. Ist das wieder schön hier. Ein Blick arealwärts. Und ich kann Ihnen versichern, die Störche sind schon hier. Ich höre sie schon ab und zu klappern. Vorne, fast auf jedem Baum oben, hat der Störche. Auch da vorne sieht man wieder ein paar. Da oben sitzt auch ganz ein schöner. Und in diesem Horst da vorne hat es, glaube ich, Jungvögel drin. Sogar auf den Häusern. Oben hat es Nester. Da, wo heute Altreu steht, war früher noch ein kleines Städtchen. Es wurde aber dann zerstört. Sogar eine Holzbrücke führte hier über die Aare damals. Auch diese Holzbrücke wurde damals zerstört. Man glaubt es heute kaum noch, dass da wirklich mal ein kleines Städtchen war. Heute ist es ein schönes Dorf. Jetzt machen wir hier eine kleine Pause. Diese schönen Stelle. Bisschen außerhalb vom Dorf. Da schon wieder einen Bogen gemacht. Was ich noch vergessen habe zu sagen, da oben gibt es noch eine kleine Fähre, man sieht dort der Anlegersteg auf der Gegenseite. Und diese Fähre kommt aus Rostock, seine ganz kleine. Und da hat es jetzt ein paar Inseln, kleinere Inseln. Und ich gehe jetzt wieder weiter auf meinem Wanderweg der Aare entlang.
Da weit vorne, ganz oben im Jura, erkennt man das Hotel vom Weißenstein. Dort geht eine Sesselbahn hoch. Man kann da ganz schöne Wanderungen machen in den Jura rein. Den Jurakamm und sieht das schön ins Areltal runter. Da vorne hat es noch eine Aussichtsplattform. Da muss ich natürlich dann auch hoch. Ein Blick auf die Aare raus. Da Richtung Arch. Hier sieht man Richtung Altreu hoch. Zum Jura. Einfach schön. Übrigens, vor vielen tausend Jahren war hier noch ein riesiger See. Wenn ich mich richtig aus der Geschichte erinnere, war sogar der Neuenburger, der Bieler und der Murtensee diesem See hier angeschlossen. War also ein riesiger See. Es sind noch zwei Schwäne da draußen. Da hier drüben sieht man, dass sich die Aare teilt. Das ist also eine Insel. Und glaube ich noch eine recht große. Und da kommt noch ein ziemlich großes Boot. Hier noch Aufnahmen. Rum Jura. Da oben Grenzchen. Und da wieder die Aare. Eine lustige, ganz kleine Insel. Und da unten ist jetzt auch die Insel, die große, fertig. Da drüben sieht man noch die Spitze. Und da macht die Aare wieder einen riesigen Bogen nach links. Ein sehr schöner Wanderweg.
Da macht es riesig Spaß, so zu wandern. Und für mich ist es heute gut, wieder so zu anfangen. Einen kürzeren Unterbruch. Da hier ist die Aare sehr, sehr breit. Mach da vorne auch wieder einen neuen Bogen nach rechts. Und da kommen sie schon wieder mit diesem Boot daher. Das sieht, glaube ich, auch ziemlich tief. Da kommt ein großer Güterzug. Die gehen sicher in die Erdölraffinerie. Kann man ihn dann da oben auch sehen. Im Moment warten, bis er dann da vorne kommt. Jetzt kommt er dann, ja. Schön, da der Jura. Und hinter dieser Stange, da geht der Weißensteintunnel durch den Jura, das ist ein Bahntunnel. Und hier macht die Aare schon wieder so einen riesigen Bogen. Das da vorne ist schon das letzte Dorf vor Solothurn. Wir haben also schon bald Solothurn erreicht. Schönes Schilfgebiet da drüben. Jetzt sehen wir noch ein Bild. Aare aufwärts. Blick zum Jura. Der Weißenstein. Da oben ist es auch ganz schön. Und hier sieht man schon Richtung Solothurn. Da vorne die große Kirche. Und in diese Richtung die großen Gebäude, das ist das Kantonsspital. Und da sind noch Störche am Ausfliegen. Und da, diese Seite, ist wieder die Aare. Und jetzt sieht man die Kathedrale von Solothurn sehr gut. Und die Aare ist jetzt hier drüben. Und dann noch ein Blick mal auf den Jura. Solothurn rückt immer näher. Die Wolfstadt und die Aare ist da fast an der Autobahn vorne. Ich habe die Aare wieder erreicht und somit auch die ersten Häuser von Solothurn. Das ist ein Beach.
Club und ich gehe da jetzt nicht hin. Kommt jetzt wieder so ein Ausflugsboot. Da vorne ist eine Fußgängerbrücke. Ein schönes kleines Schloss. Schloss Aarhof heißt das. Langsam komme ich in das Stadtzentrum. Hier vorne die von der Stadtmauer. Wachturm, Kathedrale. Die Eisenbahnbrücke. Da kommen schon wieder solche, die möchten was zum Fressen. Schön, da unten endet jetzt auch die Schifffahrt. Das Stadtabwärts ist nicht mehr in Betrieb. Ich werde übrigens auch heute die Altstadt nicht besuchen. Ich mache das ein andermal. Ich gehe dann jetzt Richtung Bahnhof. Da heute wirklich eine sehr schöne Wanderung. War ganz toll, hat mir sehr gut gefallen. Nochmals einen Blick Aare aufwärts. Da hier geht es in die Altstadt rein. Besuchen wir ja dann auch noch mal, aber nicht heute. Und da ein Blick jetzt Aare abwärts. Da auch noch ein paar ältere Häuser. Kommt jetzt noch ein uralter Baum. Der Bahnhof von Solothurn. Ich habe es geschafft. Ich bin am Ziel angekommen.